Gabriel Conte erstellt Inhalte fürs Internet und konzentriert sich mit seiner Frau Jess auf die Produktion von Videos für YouTube. Seine Leidenschaft ist es, das Leben der Menschen heller zu machen, denen er begegnet, sowohl persönlich als auch über die sozialen Medien. Er geht der Frage nach, wie man ein sinnvolles Leben führt, ein Leben, das man wirklich führen will und das einem gefällt. Er beschäftigt sich mit der Frage, wie man ein zielgerichtetes Leben führen kann, eines, das gut ist und Gott ehrt. Bitte begrüßen Sie Gabriel Conte. Gabriel, hallo, danke, dass Sie heute bei uns sind. Vielen Dank für die Einladung, ich weiß das zu schätzen. Ich bin sehr beeindruckt von der Reichweite, die Sie für das Evangelium und für Ihren Dienst haben. Sie haben Millionen von Followern auf YouTube und Instagram und anderen sozialen Kanälen. Aber viele Menschen haben vielleicht noch nie von Ihnen gehört oder kennen Ihre Botschaft nicht. Können Sie uns eine kurze Einführung geben und uns von Ihrer Botschaft erzählen und was Sie gerade im Internet tun? Gerne. Ich bin YouTuber und Influencer, wenn Sie mich so nennen wollen. Im Grunde genommen mache ich Inhalte fürs Internet, die mein Leben zeigen, das Leben von mir und meiner Frau. Jetzt ist mein 3 Monate altes Mädchen Makaya zur Familie dazugekommen und sie ist mehr oder weniger im Hintergrund der Videos aktiv. Wir zeigen unser Leben und wir tun das gerne durch Geschichten. Wir teilen die Geschichte unseres Lebens. Wir predigen nicht auf YouTube, sondern versuchen eher, das Evangelium durch die Geschichte unseres Lebens weiterzugeben und es Tag für Tag zu leben, anstatt es zu predigen. Eines der Dinge, die ich an Ihrer Botschaft mag, ist, wie positiv Sie sind. Natürlich können wir nicht immer ein Strahlemann und super positiv in allem sein, aber Ihre Art, wie Sie das vorleben, finde ich großartig und Sie erreichen viele Menschen damit. Heutzutage gibt es oft vieles, über das man sich beschweren kann. Es gibt viel, worüber man frustriert ist und über das man sich Sorgen macht. Aber positiv zu sein ist ein wichtiger Teil Ihrer Botschaft, nicht wahr? Auf jeden Fall. Wir versuchen immer, eine positive Botschaft zu verbreiten, weil wir gerne echt sein möchten. Als Menschen, die auch mit Depressionen und Angstzuständen und solchen Dingen zu tun hatten, mit denen sich viele Menschen heute auseinandersetzen, scheuen wir uns nicht, über solche Themen zu sprechen. Aber wir versuchen, in einem positiven Licht darüber zu sprechen. Indem ich mich damit auseinandersetze, können Menschen sich hoffentlich damit identifizieren und besser damit umgehen. Es ist definitiv ein positiver Ansatz und wir versuchen dabei, realistisch zu bleiben. Ja, das mag ich. Sie haben ein Buch herausgebracht und ich freue mich darauf, es zu lesen. Es heißt A Mission for Meaning. Sie geben den Menschen darin großartige Werkzeuge an die Hand, wie sie als Christen erfolgreich sein können. Ich meine, auf der einen Seite haben Sie natürlich Ihre Botschaft, die Sie predigen, aber Sie sind ja ein erfolgreicher Mensch. Sie sind noch ein junger Mann, aber Sie haben sich diese Werkzeuge angeeignet, die Ihnen geholfen haben, als Unternehmer und Influencer erfolgreich zu sein. Jetzt wollen Sie anderen Christen helfen, ihre Träume zu verwirklichen und die Dinge zu erreichen, die sie erreichen wollen. Und Sie unterstützen die Menschen dabei, ein sinnvolles Leben zu führen. Ich tue mein Bestes. Zum Teil fühle ich mich dabei auch ein bisschen wie ein Hochstapler und frage mich selbst, warum mache gerade ich das? Aber ich hatte definitiv das Gefühl, dass es für mich an der Zeit war, zu erzählen, was ich gelernt habe und was ich durchgemacht habe. Vieles davon stammt auch von meinen Eltern. Sie haben eine ziemlich verrückte Lebensgeschichte, die ich auch in dem Buch erzähle. Meine Mutter ist HIV-positiv und hat das 10-jährige Todesurteil, das ihr die Ärzte damals ausgestellt haben, überlebt. Das hat meine Eltern zu Jesus gebracht, was letztlich dazu geführt hat, wie sie dann mich und meine Geschwister erzogen haben, das Zusammenleben als Familie und wie das wiederum die Weichen für mein Leben und meine Familie gestellt hat und wo wir jetzt stehen. Ich versuche, das alles zusammenzufassen und dabei Jesus auch mit einzubeziehen, weil er offensichtlich eine wichtige Rolle in der ganzen Sache spielt. Ja, das ist eine wunderbare Geschichte. Ihre Mutter hatte also HIV und man gab ihr noch etwa 10 Jahre zu leben. Das war eine beängstigende Zeit in den frühen 80er, 90er Jahren, als das herauskam. Und das war ja wirklich ein Todesurteil für viele Menschen. Was für eine erstaunliche Sache, dass sie dadurch zum Glauben gekommen ist. Ist sie heute noch am Leben? Ja, sie hat das Todesurteil um mehr als 20 Jahre überlebt. Ich glaube, es ist jetzt so um die 30 Jahre her, als sie erfahren hat, dass sie HIV hat. Sie hat es also immer noch, aber sie bekommt jetzt Medikamente, die es in Schach halten und sie gesund halten und mit denen sie ein relativ normales Leben führen kann. Großartig. Ja, im Großen und Ganzen ja. Preist den Herrn, das ist großartig. Eines der Werkzeuge, das ich wirklich mag, ist das hier.
Das ist ein wenig eigennützig als Pastor. Sie sprechen über die Bedeutung von Freundschaften, wenn man erfolgreicher sein will. Es gibt eine Redewendung, die ich von meinem Großvater gelernt habe. Dein Netzwerk ist dein Nettowert. Ich weiß, dass das nicht die ganze Botschaft ist, aber ich habe festgestellt, dass an Freundschaften etwas Besonderes ist, das uns geistlich formt. Erzählen Sie uns, was Sie über Freunde gelernt haben und welche Art von Freundschaften Sie pflegen. Ich bin nach Los Angeles gegangen, um dort zu leben, und ich wohnte dort 5 Jahre lang. Das war ziemlich direkt nach meinem Schulabschluss. Ich war gerade 20 geworden, als ich nach L.A. ging. Ich musste Leute finden und Freundschaften schließen. Ich wusste, dass ich an einem Ort wie diesem die richtigen Freunde und die richtigen Leute finden musste, mit denen ich mich umgeben konnte. Wie Sie schon sagten, ist Ihr Netzwerk Ihr Nettowert. Und das ist ja eine finanzielle Sichtweise. Aber das Gleiche gilt auch für den Glauben. Umgeben Sie sich mit Menschen, denen Sie nacheifern wollen und zu denen Sie werden wollen, denn Sie werden zu den Menschen, mit denen Sie Ihre Zeit verbringen. Darüber spreche ich oft und auch darüber, dass man sich wirklich mit den Leuten umgibt, die man gern hat, wie zum Beispiel die engste Gruppe von Leuten, die 5 engsten Freunde oder wer auch immer. Leute, denen man dadurch ähnlicher wird. Und man sich wirklich sicher sein sollte, dass es die Leute sind, denen man ähnlicher werden will. Ja, das ist großartig. Ich liebe es. Ihr Buch heißt A Mission for Meaning von Gabriel Conti. Gabriel, danke für Ihre Zeit. Wir schätzen Sie sehr und freuen uns über Ihre Ermutigung. Gott segne Sie. Danke, Gott segne Sie auch.